Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der uns mit seiner Liebe beschenkt, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, ich begrüße euch zu unserer heiligen Messe. Wir feiern heute die heilige Scholastica, Schwester des Europapatrons Benedikt. Ihr Dienst war es, als Ordensschwester im stillen Gebet die Aufgabe ihres Bruders zu unterstützen, der so Großes getan hat, der das ganze christliche Abendland geprägt hat mit seinem Orden, mit seiner Regel. Es ist eine schöne Geschichte von den beiden überliefert. Er kam öfter zu ihr zum geistlichen Gespräch, zum sich austauschen. Und einmal bat sie ihn, er möge doch länger bleiben. Er, der immer so streng sich an die Ordensregeln gehalten hat, wurde durch ein Gewitter gezwungen, länger zu bleiben. Am nächsten Tag starb Scholastica. Und Benedikt verstand, dass die Liebe noch einmal über aller Ordnung steht, die Herzensverbindung zu Gott und zueinander das Wertvollste ist. Er sah sie wie eine Taube in den Himmel aufsteigen, ihre Seele. Wir wollen bitten, dass wir eine innige Herzensverbindung zu Gott haben und dann auch zueinander. Herr Jesus Christus, wer dich sieht, sieht den Vater im Himmel. Herr, erbarme dich unser. In dir zeigt uns der Vater, wie sehr er uns zugewandt ist. Christus, erbarme dich unser. Du führst uns den Weg heim zum himmlischen Vater. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, der erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Erhabener Gott, wir begehen das Gedächtnis der heiligen Jungfrau Scholastica. Lass uns nach ihrem Beispiel dir stets in aufrichtiger Liebe dienen und gewähre uns in deiner Güte einst einen seligen Heimgang zu dir. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Lesung aus dem ersten Buch der Könige. In jenen Tagen versammelte Salomo die Ältesten Israels, alle Stammesführer und die Häupter der israelitischen Großfamilien bei sich in Jerusalem, um die Bundeslade des Herrn aus der Stadt Davids, das ist Zion, heraufzuholen. Am Fest im Monat Etanim, das ist der siebte Monat, kamen alle Männer Israels bei König Salomo zusammen. In Gegenwart aller Ältesten Israels nahmen die Priester die Lade und brachten sie zugleich mit dem Offenbarungszelt und den heiligen Geräten, die im Zelt waren, hinauf. Die Priester und die Leviten übernahmen den Trägerdienst. König Salomo aber und die ganze Gemeinde Israels, die bei ihm vor der Lade versammelt war, schlachteten Schafe und Rinder, die man wegen ihrer Menge nicht zählen und nicht berechnen konnte. Darauf stellten die Priester die Bundeslade des Herrn an ihren Platz, in die Gotteswohnung des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. Denn die Cherubim breitete ihre Flügel über den Ort, wo die Lade stand, und bedeckten sie und ihre Stangen von oben her.
In der Lade befanden sich nur die zwei steinernen Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit den Israeliten beim Auszug aus Ägypten ausgeschlossen hatte. Als dann die Priester aus dem Heiligtum traten, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. Sie konnten wegen der Wolke ihren Dienst nicht verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Damals sagte Salomo: Der Herr hat die Sonne an den Himmel gesetzt. Er selbst wollte im Dunkeln wohnen. Ich habe ein fürstliches Haus für dich gebaut, eine Wohnstätte für ewige Zeiten. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Alle die Schönheit Himmels und der Erde ist gefasst in dir allein. Keiner soll immer lieber mir werden als du. Halleluja, 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 halleluja. Jesus verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Halleluja, halleluja. Der Herr sei mit euch. Mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit fuhren Jesus und seine Jünger auf das Ufer zu, kamen nach Genezareth und legten dort an. Als sie aus dem Boot stiegen, erkannte man ihn sofort. Die Menschen eilten durch die ganze Gegend und brachten ihre Kranken auf Tragbaren zu ihm, sobald sie hörten, wo er war. Und immer, wenn er in ein Dorf oder eine Stadt oder ein Gehöft kam, trug man die Kranken auf die Straße hinaus und bat ihn, er möge sie wenigstens den Saum des Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Geschätzte Schwestern und Brüder im Glauben, ein gewaltiges Wort hören wir heute über Jesus. Er kommt an am Ufer der Menschen, dort wo sie leben. Er kommt im Boot der Kirche durch alle Jahrhunderte, bleibt Jesus gegenwärtig in der Kirche, in den Sakramenten besonders. Er kommt an. Und er will zu den Menschen, er steigt aus. Und jetzt kommt ein ganz wesentlicher Punkt. Die, die ihn erkennen als Gott mit uns, als den, von dem Heil ausgeht, für alle unsere Lebensfragen, für alle unsere seelischen Zustände, für all unsere Lebensumstände, geht Heil von ihm aus. Ewiger Frieden, der uns trägt. Wer das erkennt, der erfährt dieses Heil. Das ist die Botschaft von heute. Alle wollten ihn berühren, die ihn erkannt haben. Bitten wir, dass wir diesen Blick auf ihn haben, dass wir auch in Berührung mit ihm sein möchten. Es ist eine lebendige, reale Berührung. Dann
sind wir heile Menschen. Amen. Mit den Volksscharen eilen auch wir zu Christus und rufen, Heiland und Erlöser, wir bitten dich, erhöre uns. Zeige dich als die lebendige Mitte der Kirche. Heiland und Erlöser, wir bitten dich, erhöre uns. Erbarme dich der Kranken, für die wir zu dir beten. Heiland und Erlöser, wir bitten dich, erhöre uns. Schaffe Recht, und Menschen Unrecht tun. Heiland und Erlöser, wir bitten dich, erhöre uns. Rette und vollende Gottes Schöpfung, die wir immer wieder verderben. Heiland und Erlöser, wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen die heutige Messintentionen mit einschließen. Familie Christine Meyer für verstorbenen Bruder Walter zum Sterbeandenken und beiderseits verstorbene Verwandtschaft. Familie Buchner für verstorbenen Schwager Walter und Schwester Maria. Heiland und Erlöser, wir bitten dich, erhöre uns. Denn du bist gekommen, um die ganze Welt zum Frieden zu führen. Dich preisen wir als unseren Retter, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Schön ist der Monde, schöner ist die Sonne, schön sind auch die Sterne an. Jesus ist feiner, Jesus ist reiner als die Engel allzumal. Schön sind die Blumen, schöner sind die Menschen in der frischen Jugendzeit. Müssen verderben. Jesus bleibt in Ewigkeit. Lasset uns beten. Wir preisen dich, Herr, denn du bist groß in deinen Heiligen. Das Leben der heiligen Jungfrau Scholastica hat dir wohlgefallen. Nimm mit diesen Gaben auch unseren Dienst an. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns eintreten in diese Begegnung mit dem Heiland. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Wir haben sie. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist in Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Gnade zu rühmen. Inmitten der Kirche berufst du Menschen, sich Christus zu weihen und mit ganzer Hingabe das Himmelreich zu suchen. In ihnen offenbarst du deinen Ratschluss, uns Menschen die ursprüngliche Heiligkeit neu zu schenken und uns schon jetzt mit Freude an den Gütern der kommenden Welt zu erfüllen, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen wie aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 heilig.
Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So können wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Jüngern gesagt, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn, Herr Jesus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich mein Wort, so wird meine Seele gesund. Und alle wollten ihn berühren. In der heiligen Kommunion kommt Christus jetzt auch leiblich zu uns. Empfangen wir diese heilsame Berührung. Thank you.
Lasst uns beten. Ewiger Gott, du Ursprung und Fülle der Heiligkeit, du hast die heilige Scholastika zur Vollendung geführt. Lass durch die Kraft deines Sakramentes auch uns in der Liebe wachsen und vollende am Tag Jesu Christi das Werk der Gnade, das du in uns begonnen hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Danke euch jetzt für euer Kommen, Mitfeiern dieser heiligen Messe, dieser heilsamen Begegnung. Nehmen wir uns heute mit, diese Sehnsucht, stets in Berührung zu sein mit dem Heiland, dem Auferstandenen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch und alle, die zu euch gehören, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden. Danke.